Dann viel Spaß. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ein Deck hab. Sie haben aber spät eingefallen. Oh mein Gott. Obwohl, das ist ein richtiges Deck. Und? Wie sieht's mit deinem Deck aus? Ja, ich hab ein Deck. Oh oh. Du bist ja voll die OP-Nation. Wieso? Ich hab kein Reisfeld oder sowas. Du hast ja aber diese Schreine. Hab ich nicht. Hä? Du hast keine Schreine? Schreine hab ich, bloß ohne Tiere sind ja auch nichts wert, oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Kannst du mal schauen. What? What the hell? Lol. Nee, brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Wo bist du denn überhaupt? Wo versteckst du dich denn? Oh mein Gott, plagt doch schon 23 Punkte. Oh mein Gott, plack. Was denn? Leider, ja, leider muss ich auf noch auf eine Kiste warten. Schau mir mal dein Deck an hier, machst du als. Ajo! Nein, ich hab kein richtiges Deck. Ich hab doch gesagt, ich hab eins. Ja, aber ich bin nicht gut. Alter, du bist ein Schwätzer. Ich bin kein Schwätzer. Alter, bist du ein Schwätzer. Ich hab kein gutes Deck. Nein, ich wusste nicht, ob ich ein Deck hab. Ich bin nicht gut mit den Japanern. Jetzt wird er mich voll wegrushen. Das ist doch Quatsch. Wo bist du denn überhaupt? Bist du in der Mitte? Ich bin ganz oben, einen kleinen Tacken links. Und du bist wahrscheinlich unten und einen kleinen Tacken rechts, wa? Ja, aber ich sonst nicht. Ja, so in der Art. Siehst du, da habe ich einen Siedler von dir gefunden. Wo? Steht der? Der läuft jetzt gerade wieder von mir weg. Kann ich einschätzen, wo du bist dann. Lass mich bloß ja, halt, lauf noch ein bisschen nördlich und dann hast du mich doch. Nee, dann knallst du ihn ab. Nein, wieso? Nö, überhaupt nicht. Die Zigs kenne ich schon. Hallo? Wo ist denn jetzt der eine? Ja. Musik. Ja, Burin. Kommando. It is very nice. Oh, warum machst du so viele Punkte? 10 Punkte mehr als ich. Was geht bei dir denn ab? Massenproduktion hier oder was? Komm, erzähl doch. Ja, die Japaner sind zu OP, Mann. Sind die nicht? Glaub es mir doch einfach. Reisfelder sind billiger und stärker. Ach, scheiße. What the fuck ist das für ein Deck?
Wow. Ist schon im zweiten oder was? Was ist das denn? Ah, ich hab dich gefunden. Ah. Nichts gebrochen, mein süßer Schlingel. Gott. Aha. Die Japaner sind ja voll OP, Mann. Wieso? Waren das deine Minutemen? Ja. Oh. Kommando? Was für die krass Punkte. Jetzt hast du 12 Punkte mehr. Da habe ich ja ein kleines Problem. Nein, hast du gar nicht. Wirklich nicht. Trust me. Trust me. Kommst du mich gleich nochmal angreifen? Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein. Wie sieht das denn, Note? Ja. Du, wie viel Siedler du hast, bitte? 5? 12? 12? Hast du schon ein Ding, ein Reisfeld? Ja. 2? Ein Reisfeld. Du hast in deinem Deck kein Holz. Oder doch? Doch, 300 Holz hast du schon mal. Dann hast du dir als erstes 300 Holz schicken lassen. Ah, du Arsch, schon im zweiten. Du Arsch! Scheiße. Oh, oh, das ist, glaube ich, eine kurze Runde gleich. Bist du so schnell im zweiten? Ja. Problem nicht, wenn ich wie bitte? Ich mach nix, ich bin lieb. Jawohl, ich kann man schwer einschätzen jetzt. Fuck. Ab und zu warst du schon ein bisschen kaltblütig hinterhältig auch. Quatsch, was denkst du noch? Ach, Quatsch, die Spiele mit Siedler Massaker und so. Oder Kolosseum. Da warst du nicht so gerade der Liebe. Was hast du dir jetzt geschickt? 4 Siedler? Nein, ich glaube, die schicke ich mir gar nicht. Was heißt denn zweimal Zolleinheiten? Zolleinheiten heißt das? Heißt das, dass du zweimal 600 bekommst direkt? Okay, keine Antwort. Was ich mir bis jetzt alles geschickt habe, willst du jetzt wissen, oder wie? Nö, kannst du aber sagen auch. Wusstest du nicht. Ich habe mir einmal die günstigeren Schreine geschickt, einmal ein Reisfeld. Warte, warte nochmal. Günstige Schreine, okay. Was noch? Reisfeld 1. Und? Siehst du, jetzt bist du im Kolonialzeitalter, jetzt hör mal auf zu weinen. Ich hab doch gar nicht geweint. Ich hab nur gesagt, hier, bla 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 bla. Kommando? Juist. Ja, okay, ich ga. Ja, boer. Kommando? Juist. Ich, ja, ja, ich tu het. Timmerman, Timmerman. Hallo? Ik ga. Ja, boer. Oh.
Das ist das mich erschreckt. Ja, ich hab doch noch ein bisschen gepustet. Hast du schon Armee raus? Nein. Kommst du jetzt mit Armee? Nein. Nein, wirklich nicht. Ich kann, das ist so ein Sch- ja, es ist. Ich lach nur, ich grinse. Sag mal, ich du grinde. Hast mich doch auch schon angelogen. Ja, wie viele Kills hast du? Ja, 500. Ah, das ist so Spaß, da war es ja kein Ding. Ich hab's auch am Schluss noch gesagt. Ich bin doch kein Rüpel hier. Was schick ich mir denn jetzt? Wie viele Siedler hast du jetzt? 12, du? 12? Ja. 24. What? Ich verstehe nicht. Kommen die Siedler viel schneller bei dir? What the fuck? Ey, ich brauche mehr Rohstoffe. Das so funktionieren die Schreine? Ja, so gut wie gar nicht. Ach komm. Gar nicht. So gut wie gar nicht. Also da kommt ein bisschen was raus, aber nicht viel. Punktemäßig bist du gar nicht so weit hinten dran. Ja, sind 19. Macht schon was aus. Eieieiei. Ja. Zimmermann, Zimmermann, Burin. Ja. Die Siedler ist jetzt? 29. What? Ist da Armee? Ich bin durch. Ein bisschen was zum Verteidigen. Für mehr habe ich keine Rohstoffe. Okay, ich glaub's dir mal jetzt. Hallo, Burin. Klar. Zimmermann, Zimmermann.
Okay, ihr Siedler, ihr sollt schneller machen. Ich hab Schiss, dass du jeden Augenblick mit einem Angriff kommst, ne? Nee, ich greif dich schon nicht an. Keine Angst, wenn ich sage, ich greif dich nicht an, dann greif ich dich auch nicht an. Mein Wort zählt. Ja, Kommando. Buh. Aber du machst voll die Punkte. Ja, muss ich ja auch. Ich muss mich auch wehren können zur Not. Ach, 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 ein Siedlermassaker. Jetzt stehst du schon ins dritte? Nee, noch lange nicht. Wie, noch lange nicht? Wie stellst du dir das vor? Ich weiß nicht, oder? Du hast eine Menge Rohstoffe. Ich hab nicht viele Rohstoffe, glaubst du? Okay. Ja. Glauben wir die mal? Ja. Klar. Timmermann, Timmermann, Burin. Fuck. Lata. Bitte? Du hast fuck gesagt. Ja. Mir hat nur ein bisschen Ding gefehlt. Gold für den Plantagen-Upgrade da. Fuck, das ist sicher zu wenig Gold. Du hast zu wenig Gold? Mhm. Wie sieht's aus? Wie viele Siedler hast du denn bitte? 38. Was? What the hell? What's going on? Was? Was denn? Bis zum dritten? Oh, wohl. Ich denke, eine Schiffslagen gar nicht zu flicken. Server group revoked. User joined your channel. Hallo. Ja. Machen wir Duo oder Trio? So. Nee, leider nicht. Wir zocken gerade was anderes. Keine Joe. Wir zocken kein Fortnite zur Zeit. Tut mir leid. Oh. Schönen Abend aber, gell? Gute Nacht. User left your channel. Oh mein Gott. Ich glaube, das. Ein Monster. Geht dann ins dritte, punktemäßig hatte mich auch. Du mich oder ich dich? Du mich?
Hallo, Timmermann. Worin? Ja, Timmermann. Claire. Timmermann. Kommando. Worin? Meine Güte, sieht das denn aber auch richtig blöd. Der Herr. Kommando? Hallo? Zimmermann. Was ist blöd? Meine Siedler. So sind die blöd. Haben dir doch gar nichts getan. Ja, die Befehle kriegen sie aber irgendwie nicht hin. So wie es will. Alter, Drecksack, so umdrehen. Immer noch hast du so viele Punkte. Keine Ahnung, warum du so viele Punkte hast. Ich verstehe es nicht. I have no idea why you have so much points. Ich habe arbeitslose Siedler. Arbeitslose Siedler? Arbeitslose Siedler, ja. Alter! Bitte? Ich greif dich schon nicht an. Hallo? Ja, erzähl du mir nochmal. Was von wegen, Ich greif dich doch nicht mal an. Wie viele Siedler hast du denn? 31. Wie viele Siedler hast du? Moment. 44. Das ist eine Menge. Aber ich habe auch gerade vergessen, welche zu produzieren, muss ich dazu gestehen, zu meiner Schande. Hast du jetzt Armee gebaut, oder was? Nein, ich habe einfach nur vergessen, Siedler zu produzieren. Ich weiß einfach, das ist nicht typisch bei dir, Mann. Du hast Armee gebaut, du Geier. Ja, aber ich greif dich ja nicht an. Ich bin doch nur zum Spekulieren rübergekommen. Kannst gerne kommen. Okay. Ja. Das heißt? Ach komm! Alter, ich hab dich nicht mal angegriffen! Ne? Du hast gesagt, ich darf kommen! Alter, was bist du für einer? Ich hab dich in du gelassen! Ne? Das ist aber unhöflich jetzt! Alter, du bist so ein Drecksack! Dann sagst du mir noch was! Wo ja, fern ich ist? Mich da schon zurück! Alter! Jetzt weißt du, warum ich mehr Punkte habe. Den letzten schenke ich dir. Hast du ganze Zeit Armee gemacht? Ich denk's, warum hast du denn so viele Punkte ganze Zeit?
ja. Ich glaube, wir machen's. Was sagst du? Nix. Nix, du mich auch. Was habe ich gemacht? Tja, tja, was mach ich jetzt denn? Oh. Die Asiaten aber haben keine Fabriken, oder? Nee. Haben sie nicht, nein. Das ist schon mal gut. Und das ist mein Riesenproblem, was ich natürlich habe. Ich dachte gerade, du wärst ins Fünfte gegangen. Und siehst du, jetzt hast du viel mehr Punkte als ich. Ja. Echt jetzt? Du hast einen Ball gebaut. Ja, sicher, bevor du mir nochmal hier reinrennst. Ach komm. Willst du unbedingt mein Ding sperren? Schön am Kunden, am Erkunden. Was ist jetzt am Erkunden? Ich, ja. Das ja,
Was hast du gefunden alles? Ne. Gar nichts. Alter, wie ist der durch? Wie ist mit dem durchgekommen? Keine Ahnung, ich hab einfach gemacht. Hä? What the fuck? Der ist einfach da durch. No way! Ach komm! Dein Ernst? Oh scheiße, das sind zu viele. Los. Das ist aber unhöflich jetzt wieder von dir. Natürlich, aber das macht ja auch so. Was meine Freundin in Ruhe, Mann! Alter, was bist du für einer? Nein, nicht mein Daimyo! Verschwinde mit deinem Daimyo! Alter, was ist los mit dir? Warum so aggressiv und so feindselig? Ich hab dich doch wie ein Bruder behandelt, Mann! Das heißt für mich, die Mauer ist nicht gut genug hier. Da ist irgendwo eine Scheißlücke. Ich weiß nicht wo. Wollen wir mal hier, jetzt stellt noch eine Lücke. Aber jetzt bist du wirtschaftlich so überlegen, ich kann machen, was ich will. Ja, das würde ich nicht sagen. Jetzt fehlen mir noch 1000 Nahrung. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich produziere schon die ganze Zeit gar keine Siedler mehr. Keine mehr? Ja, schon länger nicht mehr. Also, das heißt? Ja, keine Ahnung. Du hast ja noch Armee, Alter. Nein, hab ich nicht. Sehe ich nicht. Vor allem, du bist Imperial und hast wahrscheinlich ein Kapitol stehen. Genau. Beim Kapitol kann ich ja nicht so viel machen. Natürlich. Was denn? Was ist denn mit deinen wirtschaftlichen Weiterentwicklungen? Natürlich. Ich kann nur diese zwei Banken extra bauen, mehr auch nicht. Ja, und was mit dem Nahrungsupgrade für deine Mühlen? Das geht doch gar nicht da, oder? Natürlich. Warte mal, ich muss mal schauen. Ich brauche Holz und Holz habe ich nicht so viel. Gerade.
Oh mein Gott. Hm? Was war das denn jetzt? Hallo! Alter, bei dir läuft's doch hier! Ach, du hast Spione erforscht. Yay. Oh mein Gott. Aber Armee hast du nicht mehr so viel. Nö. Ja. Hey, sag mal, sind die Siedler behindert? Aber das ist eine Menge Wirtschaft, das wundert mich. Ist noch was Gutes im fünften bei dir? Zu wenig Gold ist im fünften bei mir angesagt. Ich finde im fünften Einheiten ist kostengünstiger. Ah, du kannst kostengünstige Einheiten ausbilden. Okay, du gehst auf Kaff. Gott, sehr viel. Das können wir ja ein bisschen entgegenkommen. Was hast denn du alles hier? Oh, das Kusha Yamabushis. Wusste nicht mal selber, wie die heißen. Und du hast ein Wall aus Ding gebaut, aus Steinen. Oh, du noch mehr Steine, wo sind die denn alle? Ah, da hinten. Wie viele Siedler hast du in der Mitte? Hast du schon die volle Anzahl? Wovon? Siedlern? Nein. Hm. Hat er gesagt, ich habe aufgehört zu bauen. Und vor allen Dingen, du hast das viel größere Militär und die viel bessere Wirtschaft. Da siehst du schon einen Punkt, du hast 300 Punkte mehr als ich. Genau, das habe ich auch schon gedacht. Du hättest mich anfangs auch töten können wegen das. User joined ja, channel. Hätte ich. Hallo. Ist nimmst das gerade auf? Ja. User disconnected from your channel. Ich mach das hier gerade so ein bisschen als Versuchsexperiment. Mit den Japanern? Ja, ich meine, am Anfang ist das echt stark. Ey, lass doch meine Schreine bitte ganz. Okay. Sie sind wieder zurück. Mensch, du bist ja beinahe. Und zwar, wenn du am Anfang kannst du sehr stark sein. Hast ja gesehen, mit Mal hatte ich da. Hey, deine Einheiten wieder. Ja, sorry, diese scheiß Einheiten. Dann hat er den anderen Wald zurück. Ja, war heiß. Erzähl mal nochmal, bitte. Am Anfang kannst du sehr stark sein, weil du kannst dir sofort die so ein Reisfeld schicken. Bist halt sofort dabei. Ja, echt stark, muss man dazu sagen. Ich glaube, die sind eher gut als Siedlermassaker als Rush und dann im Zeit nur Einheiten spammen. Ja, das kannst du wirklich gut sogar. Aber das war's dann auch schon quasi fast. Damit. Wenn du mal eben gucken, Japaner spiele ich ja nie. Ja, fürs erste Mal. Kannst mich
kannst dich, wenn du möchtest, gleich zerstören, sage ich jetzt mal so. Ich wollte noch einmal ins Fünfte und gucken, was sie da für Forschungen können. Okay, mache ich. Ich warte. Weil gegen die Wirtschaft kann ich nicht gegen anstinken. Wunder 5 brauchst du. Du hast einen Toshogu-Schrein gebaut, dann das Shogunat hast du gebaut. Dann ja, das hat, das, den Schrein habe ich jetzt zuallererst gebaut. Damit ich schneller an Holz komme. Der Shogun? Nein, das Schrein. Oh mein Gott, du hast eine Bank. Ja, klar. Das ist Japaner. What the fuck? Das ist ein Pakt mit den Holländern. Ja, das kannst du im Dinges kommen. Eigentlich könntest du mich fertig machen jetzt. Nö, könnte ich gar nicht. Weil ich habe nicht so viel Gold. Ich habe 16.000 Nahrung und 2.700 Gold. Aber immer noch bist du besser als ich. Ja, aber Nahrungs... Meist kostet ja bei mir Gold. Die Plänkler kosten was? Kosten die 65? 75? Die Reuter? Da ist ja Nahrung noch billig. Nahrung kostet nur 30. What the fuck? Ist ja gar nichts. Oh, Yumi-Bogenschützen. Ja. Sind aber nicht abgegradet. Oh, goldener Pavillon. Da sind die ganzen, wie sagt man, Geishas? Oder? Nein, die ganzen Konkubinen. Da geht's wohl ab. Hier plagt sein kleines Traumhaus. Aber ich guck gerade, im fünften kann man gar nicht mehr so viel machen. Ich habe 10 Banken. Krass. Hallöde. Und hast du was Gutes gefunden? Bist du noch? Arbeitslos? Willst du mich verarschen, Hitler? Aha, hier brauchst du noch eine Eiswelt. Ein Reisfeld nach den anderen. Wie viel Nahrung hast du denn bitte? Nicht viel, nur 6.000. Warum so wenig? Ja, weil die nicht aus dem Arsch kommt. Hätte ich jetzt Tiere an den Schreien, dann wäre ich viel besser dran. Wie viel Gold? Wie viel Gold hast du bitte? 2.000. 2.000? Kann ich jetzt kommen? Ist mir egal. Ich komme. Der große Battle in der Mitte fängt jetzt an. Der Kampf der Giganten. Zwischen Gut und Böse. Und wer wird gewinnen wohl? Du. Wie bitte? Du. Böse wird gewinnen. Das Imperium wird wieder gewinnen. Ah, diese behindert, die Alte. Oh mein Gott, das ist noch viel. Nein, Johnny! Ja, meine sind imperial. Wegen das ist kein Traum. Ich baue meinen ersten Außenposten. Meine erste Kaserne außerhalb meines Territoriums. Alter, was war das? Alter, hast du ein Cheat offen? Wer? Ey, dann ist Yumi's haben 10, 20 meine Einheiten auf einmal getötet.
Hä? Wie geht das? Oh mein Gott, siehst du das? Ja, aber ich mach nichts Großartiges. Hä? Hast du irgendwie Spezialfähigkeiten offen? Nein, what the ich fuck? Hab nur eine Karte geschickt, dass sie extra Schaden gegen leichte Impf machen. Meine Reiter. Hä? Macht 2,5-fachen Schaden gegen Infanterie. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich hab nichts offen, ich schwör. Echt nicht? Echt nicht. Warum machen die so viele Kills? Komisch. Alter, ich meine, die Wirtschaft macht das gar nicht mit. Alter, siehst du, wie die sterben? Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Ich habe wirklich nichts offen. Ich verstehe es auch gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, wie die sterben. Ich verstehe es wirklich nicht. Oh mein nicht. Gott. Ich schwöre auf alles. What the fuck? Was geht hier ab, Mann? Ist das ein kranker Shit hier? Was machst du hier? Ey, ich schwör's, ich hab hier nix. Das kann doch nicht was sein, hat denn ein Ashigaru? Angriff von 60. Viel gern halbfach Schaden gegen Kaff im Nahkampf. Gegen leichte Impf mal 2. Sind die so stark oder was? Die sind echt übel, die Jungs. The fuck? Lol, ich hab verloren. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Ich hab mein Daimyo auch noch. Komm mal her. Ja, ist GG für mich dann. What the fuck? Aber ohne Flux, das ist. Ja, guck mal, siehst du? Sechs auf einmal, Alter. Ich hab dir extra Boost gegeben, ich hab noch die ganze Arsenalserforschung gemacht. Wieder durchrennen, das ist ja brutal. Ja. Ich schwör's dir, ich hab nichts an. Hä? Das wundert mich, als wär's so ein Cheat. Das kommt mir wie ein Cheat vor. Komm mit an, guck mal, wie die Sieger sterben hier alle. Guck mal. Hä? Warte mal eben. Alter, als wär das so ein Cheat. Nein, wirklich warum, nicht. Ich, warum sind die ey, so stark? So, bau mal irgendwo eine Kaserne, bitte. Ja, warte. Warte. Warte, ich baue's. Komisch, Alter. Spionage. Alter, du hast genauso viele Punkte wie ich jetzt schon. Und mehr noch. Also ich habe meine ganzen Forschungen im 5. durchgebracht. Das hat sich gelohnt. Bau mal bitte bau mal einen Plänkler und stell ihn hin. Ich will mal mit einem Ashigaru da, mit einem Naginata-Reiter reinstechen. Warte mal. Schick mal bitte einen irgendwo ein bisschen weiter vor.
So, warte mal, 57 mal 2,5, da kommen wir ja auf 100 irgendwas. Ich setz mal einen Stich und dann gehe ich weg. Du hast voll HP, ne? Na, bei den ganzen anderen. Siehst du einen Stich und der ist schon halb tot. Was? Das passt auch. Guck mal, ein Naginata-Reiter, wenn du von mir anguckst. Ja, der hat einen Schaden gegen deine Blenkler von 2,5. Mit 57 Faustangriff. Nochmal bitte, ein Naginata hat wie viel? Dieser hier, der jetzt hin und her reitet. Genau. Kannst du ja selber quasi angucken. Der hat einen Faustkampf von 57 und einen 2,5-fachen Schaden gegen dich. Das heißt dann? Und der Ashigaru hat 60 Angriff mit 2-fachen Schaden gegen dich. Also heißt, wenn ein Ashigaru einmal schießt, müsste der eine Plänkler, schick mal einen nach vorne. Warte mal, ich schick mal meine komplette Armee weg. Warte mal. Warte, schick mal die Armee weg. So, wenn dieser eine Ashigaru auf dich schießt, müsste dein einer Plänkler 120 HP verlieren. Ja gut, mit dem Widerstehtwert drin, ne? Ja gut. Wollen wir mal einen 1 gegen 1 Kampf machen? Ein Ashigaru normal gegen einen von deinen Plänklern? Ja, können wir machen. Du hast mein Dorfzentrum kaputt gemacht, Mann. Finde ich aber nicht nett. Warte mal. Ich stelle mal einmal meine Schreine mal um. Soll ich dir mal zeigen, warum Japaner OP sind? Warum denn? Warte mal, wir machen mal erstmal 1 gegen 1 Kampf. Komm. Ja, Plänkler hat es nur ganz knapp überlebt, ne? Ja. Ich zeig dir jetzt, warum Japaner OP sind. Siehst du das? Was ich da baue? Wo? Unser das Dorfzentrum. Wie geht das denn? Wie bitte? Wie geht das denn? Weil Japaner, die in ihrem Dorfzentrum diese Mönche auskönnen. Lol. Das kann ich dann bauen, gar nichts. Ich will jetzt nur einmal was wissen. Und siehst du, jetzt kommt es wieder nicht so vor, ne? Nein, jetzt, hä? Jetzt wo du sagst, stimmt. Du hast irgendwas aktiviert, Mann. Nein, hab ich nicht. Meinst du nicht bei diesen geheimen Schreinen oder irgendwas? Nein, ich hab nichts geändert seitdem. Komisch. Jetzt mache ich das wieder. Lol. Hast du gerade Reuter dabei? Ja. Ja, siehst du? Das fängt schon wieder an. Alter, da... Das sind jetzt nur Naginatas, ne? Und ja, aber guck mal, wie schnell meine Einheiten sterben. Haben die Flächenschaden? Ich hab's gerade gesehen. Alter! Die sind hinten sogar weggestorben. Was ist... Ist er dann... Wie heißt er dann? Gen dabei? Nein, hab ich nicht. Wir haben auch keinen Flächenschaden. Ich verstehe nicht, warum da hinten so viele gestorben sind. Siehst du das? Lol. Hä? Wow, ich hab. Was soll ich jetzt machen? Wie denn? Dann gebe ich auf. Dann bringt's mir ja nichts. Irgendwas ist mit deinen scheiß Naginatan. Hast du die abgegradet? Ich hab da ein Dinges gemacht. Ja, du hast gewonnen, Digga. Wegen das. Aber deine Naginata waren so stark. Ich hab hier eine Karte. Naginata-Reiter fügen Bögenschützen und Plänklern zusätzlichen Schaden zu. Krass.
komisch. Wir waren dann in der Genate krass stark. Aber die waren nicht imperial, oder? Doch. Ah, okay. Krass. Die waren imperial.